Herzlich willkommen zu unserem Livington TurboCut Anwendervideo. In diesem Video erfahren Sie, wie Livington TurboCut richtig angewandt wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Los geht's! Im Set finden Sie das Gerät an sich, einen Fingerschutz, die Zuführung, eine Auffangschale, ein Reinigungswerkzeug, welches sich im Deckel des Geräts befindet, eine Klingenabdeckung und die Gebrauchsanweisung. Vor der Verwendung empfiehlt es sich, die Gebrauchsanweisung gründlich zu lesen und die Sicherheitshinweise zu beachten. Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch Livington TurboCut unter warmem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen, abspülen und gründlich trocknen. Anwendung: Schritt 1. Schieben Sie die Gerätebeine heraus, bis sie einrasten. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, glatte und saubere Oberfläche. Fixieren Sie die Position mit den Saugfüßen, indem Sie das Gerät leicht andrücken, um es an der Tischplatte zu befestigen. Hinweis: Die Saugfüße haften nicht an rauen Oberflächen, wie beispielsweise Holz. Schritt 2. Entfernen Sie die Klingenabdeckung von den Klingen. Achten Sie darauf, die Klingen nicht mit den Fingern zu berühren, da die Klingen sehr scharf sind. Schritt 3. Installieren Sie die Zuführung, indem Sie den Verriegelungsmechanismus drücken und ihn sicher einrasten lassen. Schritt 4. Installieren Sie die Auffangschale, indem Sie die Schale hinter das Gerät stellen. Hinweis: Die Auffangschale passt nur, wenn die Beine richtig aufgestellt sind. Schritt 5. Auf der Rückseite des Geräts finden Sie zwei Schieberegler und ein Einstellrad für die Schnittstärke. Um die richtige Scheiben- bzw. Schnitteinstellung vorzunehmen, stellen Sie sicher, dass sich sowohl der grüne als auch der rote Schieberegler in der Position Aus befinden. Drehen Sie nun das Einstellrad zwischen 0 und 8 für die gewünschte Dicke. Je höher die Zahl, desto dicker die Scheibe. Schritt 6. Legen Sie Ihr gewünschtes Lebensmittel in die Zuführung und halten Sie es mit dem Fingerschutz fest. Drücken Sie den Griff mit der anderen Hand nach unten, um mit dem Schneiden zu beginnen. Tipp: Ihr Livington TurboCut sollte wie folgt aussehen. Scheiben: keine Schneidezähne sichtbar. Pommes: dicke Schneidezähne sichtbar. Julienne: dünne Schneidezähne sichtbar. Schritt 7. Sobald Sie fertig sind, können Sie die Auffangschale mit den frisch geschnittenen Lebensmitteln entfernen. Reinigung: Schritt 1. Entfernen Sie die Schale mit frisch geschnittenen Lebensmitteln und entleeren Sie diese. Schritt 2. Drücken Sie den Verriegelungsknopf, um die Zuführung zu lösen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, da die Klingen scharf sind. Schritt 3. Ziehen Sie den Livington TurboCut von der Arbeitsfläche, indem Sie die Saugnäpfe lösen. Hinweis: Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, den Livington TurboCut in einem leichten Winkel und nicht gerade nach oben zu ziehen. Schritt 4. Entnehmen Sie das Reinigungswerkzeug. Hinweis: Gehen Sie beim Reinigen der Klingen vorsichtig mit dem Werkzeug um. Schritt 5. Klappen Sie den Livington TurboCut zusammen, indem Sie ihn flach hinlegen und leichten Druck auf die Basis ausüben, bis diese geschlossen ist. Schritt 6. Livington TurboCut unter warmem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen, abspülen und gründlich trocknen. Optional kann das Gerät in zerlegtem Zustand auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 3606 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst@mediashop.tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zu Livington TurboCut führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Livington TurboCut und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team.